Was geht, liebe Bros und Brosin? Herzlich willkommen zur letzten Folge von unserem Let's Play Fire Emblem. The Blazing Sword. Ganz genau. Wir wollen natürlich, dass ihr auch das Bestmöglichste mitnehmen könnt, weil wir uns wirklich auch ein bisschen Gedanken gemacht haben. Wir haben uns hier ein paar Notizen gemacht und so. Und also ich muss einfach nochmal sagen, ich bin wirklich krass geflasht von dem Spiel. Das ist eins der Games, die ich schon immer mal zocken wollte, wo ich halt bisher nicht wirklich dazu gekommen bin. Und interessanterweise hatten wir eigentlich für diese Woche geplant, dass wir das Let's Play aufnehmen und dann über den Tag und die Woche verteilt hat, noch so ein paar Dinge zu unternehmen. Gute Badon bekommt ja jetzt nicht wirklich sehr häufig gerade den Urlaub. Ja, etwas kompliziert. aber dann hat das Spiel uns eigentlich immer wieder so sehr gecatcht, dass wir so, ja, lass mal wieder weiter zocken. Ja, komm, mach mal noch eine Session. Man will dann einfach nicht aufhören, man ist so drin. Ja, also das habe ich halt echt schon lange nicht mehr gehabt, das ist echt schön. Und was ich auch noch anmerken wollte ist, ich bin eigentlich mit keinen bestimmten Erwartungen an das Spiel herangegangen, weil ich das ja überhaupt nicht gekannt habe. Das Einzige, was ich so ein bisschen schon antizipiert habe, ist, dass das so ein etwas schwierigeres Game sein würde als Sacred Stones, weil, sag mal so, in der Community wird Sacred Stones als der FE-Titel mit dem schwächsten Endgame so, oder leichtesten Endgame so ein bisschen angesehen. Aber ich möchte jetzt natürlich auch nicht hier nur Glanz und Gloria auf das Spiel geben und um euch nicht den Eindruck zu vermitteln, dass das ein makelloses Game wäre, würde ich jetzt ganz gern unseren Recap erstmal mit ein wenig Kritik beginnen und da kommen wir schon zum ganz großen Punkt, über den wir uns die ganze Woche dabei zu unterhalten haben, und das ist der RNG-Faktor. RNG, Jesus. Was ich an Fire Emblem halt sehr gerne mag, ist, du kannst dieselbe Map bis zu 20 Mal spielen und theoretisch kannst du jedes Mal eine andere Art und Weise von deiner Vorgehensweise anwenden und entwickeln. Und mir ist das als Spieler dafür dann halt auch sehr wichtig, dass ich die Situation und die Ausgänge von den Kämpfen halt schon so ziemlich präzise einschätzen kann. So, und das, finde ich, ist in dem Spiel wirklich so eine ganz kleine Schwierigkeit. Ich sag mal, es kommt immer wieder zu Unstimmigkeiten. Also, wenn der andere FE-Titel auch schon gespielt hat und gewohnt seid, dann fällt euch zum Beispiel auf, dass die Waffendreiecksvorteile nicht immer so deutlich ausfallen, wie man das eigentlich erwarten würde. Dann die Hitrates haben uns ganz oft wirklich das Leben zur Hölle gemacht. Also wenn man da überlegt, deine Einheit hat 80% oder höher Hitwahrscheinlichkeit und es kommt dafür vergleichsweise oft vor, dass sie verfehlen. Ja. Und dann kommt da so ein Billo-Gegner an, der noch nicht mal promoted ist, weißt du, und hat eine Hitrate von 30 oder sogar weniger und er trifft natürlich. Und das, obwohl er vielleicht sogar noch im Waffendreiecksnachteil ist und killt dich dann. Und das ist halt... Das ist schon ziemlich scheiße gewesen. Das ist ziemlich kacke. Ist halt ein Punkt, der zu kritisieren ist. Das Zweite, was mich im Nachhinein halt wirklich auch so ein bisschen, ja, doch auch geärgert hat, ist halt, wie das Recruitment dort aufgebaut ist. Oder welche Dimension es annimmt. Weil, ich sag mal, ich bin das ja gewohnt, du hast halt eine neue Einheit, meistens grün oder halt von den Gegnern jemand, der halt actually eine Persönlichkeit hat, also Name und Profilbild und so weiter, ist nicht einfach nur irgendein Myrmidonenklon oder so. Und ich hatte das Problem jetzt bei Blazing Swords, dass für mich nicht immer deutlich ersichtlich war, welche meiner Units ich überhaupt brauche, um diese bestimmte Einheit zu verpflichten. Ne, also Beispiel, wenn ich jetzt an diese Map mit Guides denke, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass ich Dart hätte brauchen müssen, um ihn zu rekrutieren. Ja. Oder denken wir an die Situation mit Raven zurück. Ich habe ja eigentlich sogar Hector hochgeschickt, weil hat ja erfahren, der hat irgendwie Beef mit Ostia. Ne, vielleicht müssen die beiden sich mal ausreden. Das wäre so das Sinnigste. Ja, dann wiederum ist auch unlogisch, weil Hector redet nicht viel. Er haut lieber drauf und fragt dann. da wäre es ja eigentlich Priscilla gewesen, wo man einfach außerhalb des Kontextes nicht wirklich erfahren hat, okay, die beiden sind eigentlich sogar miteinander verwandt. Die haben was miteinander zu tun. Hallo, schick die mal da hoch. Und dann kam doch da zusätzlich das RNG, was uns gefickt hat, weil der Typ einfach gegen fucking Soldaten verloren hat. Das ist halt, ja. Was willst du machen?
also um das jetzt nochmal klar und deutlich rüberzubringen, mir fehlt in diesem Zusammenhang einfach irgendwo dieser gewisse Hint, dieser kleine Hinweis, der sagt, mit der Einheit hast du Chancen darauf, dann halt die zu rekrutieren. Anderes krasses Beispiel ist Vaida. Das war ja der Vivard Lord, den... Ja, also die Vivard, ich weiß gar nicht, ob sie Lord oder Reiterin war, ist ja egal. Auf jeden Fall, die uns dann in diesem einen Chapter so abgefuckt hat, weil die einfach diesen Boss-Bonus hatte. Ja. Naja, also sie tritt halt da als Antagonist auf und dann kommt sie halt völlig unerwartet in deine Backline rein. Und ich habe dann auch erst nach dem Spiel erfahren, dass man die eigentlich hätte rekrutieren können. Ja. Also... Das war halt out of nowhere. Ich hatte keinen Plan davon. Wenn du es blind spielst, dann weiß ich nicht, woher man diese Information ziehen soll. Hey, die kannst du jetzt rekrutieren. Schick mal, keine Ahnung, Heath dahin oder irgendjemanden, der so ansatzweise da raus sieht, als hätte er was mit dir zu tun. Richtig. Das war halt, ja. Ich sag mal, man hat aber schon gesehen, das ist deutlich verbessert worden bei den Folgetiteln, die danach kamen. Also allein schon Sacred Stones war ja der direkte Nachfolger, war ja der achte Teil, der erschienen ist. Weil da hast du immer die Möglichkeit, entweder du nimmst diese plot-technische Bond-Unit, die halt mit dem neuen Charakter verbunden ist, oder du kannst halt auch mit Erika oder mit Ephraim, je nachdem welche Route du wählst, eigentlich immer rekrutieren. Also du hast da diese Absicherung, du kannst auf jeden Fall im dümmsten Fall kannst du auf den Lord zurückgreifen. Richtig. So, Lord ist stumpf, Lord ist grumpf sozusagen. und von daher... ist an dem Spiel zu kritisieren, ist aber schon im nächsten Teil auf jeden Fall angegangen worden, diese Problematik, meiner Meinung nach. Und was ich schon gesagt habe, wenn man es blind spielt, hast du halt die Problematik, dass du dich nicht auf Dinge vorbereiten kannst und dass du gewisse Dinge nicht wissen kannst. Also, wir hatten ja extrem viel Spaß an Wallace gehabt, falls ihr die Folge gesehen habt. Ne? Und den hätten wir tatsächlich gerne auch wieder in unserer Truppe gehabt. Interessanterweise kannst du ihn genau in der Map rekrutieren, wo wir Guides bekommen haben. Weil es gibt zwei Versionen der Maps, die abhängig von dem von der Summe der Levels deiner Lords ist. Und da wir unsere drei Lords zusammengerechnet über Stufe 50 gebracht haben, haben wir halt Guides abbekommen. Hätten wir sie zusammengerechnet unter Stufe 50 gehabt, hätten wir die Map bekommen, in der wir, ich glaube... Warte mal, wen hatten wir zuerst bekämpft? Linus oder Lloyd? Linus hatten wir zuerst. Genau, hätten wir zuerst nämlich gegen Lloyd gekämpft und auf der Map wäre dann Wallace gekommen. Genau. Ist halt, wenn es nicht weißt, woher sollst du diese Information nehmen? Und da möchte ich jetzt direkt nochmal zu dem dritten großen Kritikpunkt kommen. Und zwar ist das der Secret Shop. Ja, also das sind eigentlich noch so Sachen, die waren eigentlich ja doch in jedem GBA-Titel irgendwo präsent gewesen. Die Secret Shops sind halt... sozusagen so dein Strohhalm, wenn du beispielsweise irgendwelche Items verpasst hast oder wenn dir gerade was fehlt, wie ein Promotion-Item. Ne, wenn man einen ernsten, schnellen Run machen will, dann sind die schon ziemlich wichtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da schon ein bisschen auch enttäuscht, dass wir euch das überhaupt nicht zeigen konnten, wie das da aussieht. Weil ich sag mal, ich bin es gewohnt. Ne, in den GBA-Titeln, du brauchst eine Membership-Card und du musst dann Ausschau halten nach auffälligen Orten. Sacred Stones, habt ihr das ja schon gesehen, da auf der einen Map beispielsweise war so diese Grasfläche verwinkelt in der Ecke, das sah schon sehr suspicious aus, also da kann man drauf kommen, dass da möglicherweise irgendwas Außergewöhnliches ist. So, ich sag mal, es ist zwar ein Blind Let's Play, aber ich wusste, dass diese Elemente wieder mit drin sein werden. Aber es gibt in diesem Spiel überhaupt keine Membership Card, die man irgendwie acquiren kann, plus die Orte sind sowas von überhaupt nicht auffällig. Also ich habe im Nachhinein durch Recherchen rausgefunden, auch wieder auf der Map mit Guides, kannst du den Secret Shop zum ersten Mal betreten. Und das ist ein Secret Shop, der ist mitten auf einer verdammten Insel, irgendwo im Nirgendwo. Und ich hatte keinen Plan, dass er da ist. Ich wüsste auch nicht, wie ich hätte drauf kommen sollen. Also die Secret Shops sind schon für mich in den GBA-Titeln wichtig und da bin ich ziemlich enttäuscht, dass das so mau mit verbaut worden ist. Haben zwar auch die Nachfolge wieder besser gemacht, aber muss man in dem Teil deutlich kritisieren. So, und ich möchte natürlich nicht nur jetzt alles irgendwie anprangern, sondern uns sind natürlich viele, viele gute Sachen aufgefallen. Die Dinge, mit denen das Spiel auf jeden Fall auftrumpfen kann, da möchte ich an erster Stelle auf jeden Fall die Story sagen, weil die Main Story von dem Spiel ist für mich so der Hauptgrund gewesen,
dass ich überhaupt diesen Drang entwickelt habe, so schnell wie möglich nach jeder kurzen Pause irgendwie direkt wieder weitermachen zu wollen. Also es sah teilweise bei uns wirklich so aus, wir haben eine Aufnahmesession beendet, waren total exhausted, saßen aber trotzdem dann da, haben eine Zigarette geraucht und konnten nicht aufhören, über dieses Spiel zu quatschen. Ja, weil es halt einfach, das ist so präsent, das ist einfach total geil. So, und die Story finde ich extrem facettenreich. Die bietet auch irgendwo unerwartete Elemente, ne, und ist einfach nur schön erzählt. Also ich fand das wirklich, wirklich toll. Interessant ist, dass die Story auch moralische Elemente hat, die an den Spieler appellieren. Also beispielsweise das Richtige zu tun, wenn ihr daran zurückdenkt. Ihr hattet bei dem ersten Guide Chapter ja die Wahl gehabt, Nils und Ninian zu helfen. Ihr hättet es auch lassen können. Ne? Also ich sag mal, ich finde die Idee, dass es halt verschiedene Pfade gibt, die man spielen kann. Also uns fehlt ja jetzt eigentlich doch der komplette Hector-Path, den wir noch nicht gespielt haben. Ich finde halt die Idee wirklich cool, dass du alles gespielt haben musst, um auch wirklich alle Details und sämtliche Wahrheiten über den Plot rauszukriegen. Das ist auf jeden Fall doch so ein Punkt, der einen irgendwo auch Replay-Value so ein bisschen vermittelt. Ne? Dann das Zweite, was ich wieder ganz, ganz toll finde, sind die Charaktere. Für mich sind die Charaktere eins der wichtigsten Elemente in den ganzen Fire Emblem-Spielen, die es so gibt. Und aus diesem Grund ist bei mir halt Awakening auch auf Platz 1 und Fates eher weiter hinten. Ich hatte in Awakening Möglichkeiten, super tief reinzugehen, Charaktere super gut kennenzulernen, und irgendwie bei Fates haben wir so komplett diese Verbindung von Spieler zu Figur gefehlt. Und das ist halt das, worauf ich Wert lege. Ich möchte, weil das halt in Fire Emblem möglich ist, möchte ich während dem Spielen halt wirklich gerne Bezug zu den Leuten, die ich fest in meiner Truppe habe, möchte ich aufbauen können. Besonders in GBA-Teilen, dass es mir dann auch wirklich wehtut, wenn ich diese Einheit verliere oder wenn ich kurz davor stehe, sie zu verlieren, oder nur das Risiko besteht, sie zu verlieren. Weil in den GBA-Titeln hast du nicht den Luxus, dass sie dann nach der Map wiederkommen, sondern die sind halt lost. Na, und dann würde ich halt sagen, Blazing Swords hat mir persönlich doch einige Charaktere dargeboten, die ich einfach für lieb gewonnen habe. Da haben wir auch noch mehr dazu. Kannst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ich finde es halt wirklich toll, es gab hier wirklich überhaupt keine Klone. Es gab individuelle Personen mit eigener Persönlichkeit, mit eigener Geschichte. Ja. Und ich sag mal so, diese storybedingten Beziehungen, die kamen doch wirklich so rüber, wie ich mir das auch in etwa hätte vorstellen können. Wobei ich doch auch sagen muss, dass mich das bei Hector und Lynn doch ein bisschen überrascht hat, dass sie sich so offen miteinander keifen. Ich dachte ja, das wäre so ein bisschen unterschwellig. Ja, dann würde ich noch sagen wollen, dass mir das Spiel sehr angenehm war von der Difficulty her, weil der Schwierigkeitsgrad eigentlich, der war so ziemlich optimal. Wir saßen zwar in manchen Maps da und waren danach ziemlich erledigt oder manchmal auch genervt, dass wir es restarten mussten. Das kommt aber eher daher, dass man ja den Druck hat, wir haben jetzt so die Woche zum Aufnehmen. Wenn man es halt privat spielen würde, dann hast du ja überhaupt keine Begrenzung und nichts, dann hast du ja Ewigkeiten Zeit und dann macht dir das auch nichts aus, würde ich sagen. Ich finde halt wirklich, manche Maps waren leichter, manche waren schwerer. Aber das Tolle ist, du bist halt wirklich dafür belohnt worden, dich auszuprobieren, die Entwicklung des Kampfes gut mit zu beobachten und halt deine Aktionen gegebenenfalls nochmal irgendwie zu revidieren, nochmal neu auszurichten und halt andere Ansätze auszuprobieren. Und ich sag mal, dieses Trial-and-Error-Prinzip, das dir direkte Rückmeldung gibt und wirklich einen großen Impact hat, ist für mich halt etwas Typisches für Fire Emblem Games. Und das ist jetzt ziemlich gut zur Geltung gekommen. Und ich persönlich bin ehrlich gesagt nicht einfach nur zufrieden, dass wir unseren Run so gut hingekriegt haben, sondern ich bin schon auch ein bisschen stolz, dass der so gut lief, obwohl das halt ein komplettes Blind-Let's Play gewesen ist. Ne? Ja, einfach mal stumpf drauf und das hat sehr gut funktioniert. Ja, muss man sagen. Für mich auf jeden Fall noch ein Punkt, den ich erwähnen will, ist, ist ein Punkt, der mich ziemlich überrascht hat, möchte ich aber trotzdem hier gerne erwähnen. Es geht nämlich um das Promotion-System. Da ich ja richtig mit Fire Emblem, mit Fire Emblem Awakening angefangen habe und auch irgendwo auch ein Fan von Fire Emblem Fates bin, genieße ich einfach den Luxus, dass bei einer Promotion du halt auswählen kannst, in welche Richtung dein Charakter, den du gerade vor dir hast, in welche Richtung er gehen soll. Mhm. Und
Aber hier, als ich direkt zu Anfang erfahren habe, gut, in Blazing Swords ist das anders. Du hast nur eine Richtung, du hast nur diesen einen Pfad, den du gehen kannst. Hatte ich am Anfang ein bisschen Angst gehabt. Ich hatte wirklich befürchtet, dass es mir den Spielspaß nehmen könnte, weil ich halt nicht diese Vielfalt habe. Aber ich muss sagen, je länger wir gespielt haben, desto mehr gingen diese Zweifel in den Hintergrund, bis sie komplett weg waren. Also mich hat es bis zum Ende hin nicht mehr interessiert. Die Charaktere, die wir hatten und die Charaktere, die wir promotet haben, die haben mich komplett super zufriedengestellt. Ich hätte da auch nichts daran ändern wollen. Eine andere Sache ist, was man sehr gut in der letzten Map nämlich noch mitverfolgen konnte, ist, das Ausprobieren wird wirklich belohnt. Also wir hatten in der letzten Map gegen Nurgle und dem Berserker verfluchten Dorcas, sind wir wirklich in eine Bredouille gekommen. Und wir haben wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den guten Jungen irgendwie zu retten. Mission Save the Dorcas. warte. Da unten, da. Ey. Alter, das ist total scheiße mit diesem Spiegel verkehrt. Ich komme da auch nicht klar, ey. Okay, ich meine, natürlich, wir haben es nur durch Save States geschafft, aber dass dir dieses Spiel diese Möglichkeit bietet, halt deine optimale Aufstellung oder den strategisch besten Zug aufzustellen, das hat mich einfach komplett umgehauen. Du kannst jede einzelne Map kannst du spielen und sie wird so vielfältig wie jeder einzelne Charakter, der in diesem ganzen Spiel irgendwie vorhanden ist. Das stimmt. Also es kann immer etwas anderes herauskommen und das liebe ich ganz besonders bei Fire Emblem. Ja. So, und das wären soweit diese Punkte. Kommen wir aber jetzt zu Charakteren, denn wir haben uns gedacht, es gibt ein paar Leute, die uns halt das ganze Spiel über begleitet haben und die wir auch wirklich persönlich für lieb gewonnen haben. Da haben wir, das wird jetzt keine Top-10-Liste oder sonstiges. Einfach nur nochmal ein paar Charaktere, die uns so besonders irgendwie ans Herz gewachsen sind, die wir nochmal hervorheben und ein bisschen rekapitulieren wollen. Genau. Punkt Nummer 1, Dorcas. Wie kann das sein? Godcast ist am Start. Richtig. Also am Anfang, wir lernten ja Dorcas auf der Map kennen, wo wir das erste Mal einen NPC beschützen sollten. Der NPC namens Natalie, diese auch die Ehefrau von Dorcas war. Und Dorcas, er hatte sich nämlich mit Banditen zusammengetan. Ich fand die Story da auch sehr schön, dass er halt Geld brauchte für die Operation, weil Natalie wohl Probleme mit ihrem Fuß hat. Also man könnte bei Dorcas quasi sagen, bei Dorcas uns, das war lieber auf den ersten Blick. Und das, obwohl das Train an uns vorbeigeguckt hat, vom Sprite her. Also, anfangs haben wir uns wirklich noch drüber lustig gemacht, besonders über das Sprite. Und es war am Anfang so eine kleine Lachgestalt. Je öfter wir ihn eingesetzt haben, desto ikonischer wurde dieser Charakter für uns. Und deswegen haben wir uns auch wirklich an allen versucht, um ihn in der letzten Map zu retten. Er war ein super starker Krieger, hatte eine unglaubliche Growth Rate gehabt. Dorcas ist unser MVP in diesem Game. Auf jeden Fall. Dann als nächsten Charakter haben wir Ninian. Die ältere Schwester von Nils. Eine für mich sehr geheimnisvolle und sehr liebevolle Charakter. Wir haben ja schon während Lynn's Story, wo wir die beiden kennengelernt haben, wir haben ja schon Vermutungen, Behauptungen schon ein bisschen aufgestellt. Die eine oder andere hatte sich auch bewahrheitet. Ja, ich habe gesagt, sie ist etwas Besonderes. Christian hat gesagt, sie ist ein Drache. Er hatte recht. Aber was mich total umgehauen hat, ist, ich hätte echt nicht erwartet, dass Ninian so eine tragende Rolle in diesem Spiel überhaupt hat. Ja, das war wirklich überraschend, dass es neben den Lords halt noch so weitere essentielle Charaktere gab. Ne? Also richtig. Und das hat die komplette... Entschuldigung, nehmen die Leute so Muba. Muba war ja auch immer... Das war ja der durch die vierte Wand angesprochen worden ist. Stimmt. Verdammt, ich habe den gar nicht mit aufgeschrieben. Das wäre ein bisschen eitel, wenn wir jetzt Muba mit aufnehmen. Ne, aber sie hatte so einen schönen Charakter, ihr selbstloses Handeln, was schon fast rücksichtslos wirkte, ihre Sorge um die Leute, mit denen sie unterwegs ist. Und ich weiß nicht, es ist einfach ein Charakter, den man einfach nur ins Herz schließen kann, sag ich. So, als nächsten Charakter haben wir den guten Erk. Er war unser erster Buchnutzer und die Unit, die wir mit dem Sarah-Paket bekommen haben. Ach du Heiliger. Oh.
Wie gesagt, ey, ich habe mich in der Welt von FE wieder gefunden. Also Erk hatte ja die Aufgabe gehabt, Sarah zu begleiten. Das war noch in der Lin-Geschichte. Und er hatte wirklich eine sehr schwere Zeit mit ihr. Christian, wie er schon meinte, er hat sich in der Welt von FE wiedergefunden. Er hat Parallelen bei ihm und Erk entdeckt, besonders bei dieser, ja, so zynisch und sarkastisch, wie er ist. Er hat noch kein Glück bei Frauen haben. Er war auch einer unserer stärksten Units. Und was ich sehr schön fand mit dem Gespräch, also wie heißt es, mit Priscilla, mit dem ersten Sportgespräch, hat man sofort die Unterschiede bei so starken Charakteren wie Priscilla und Sarah gemerkt. Also der hat das irgendwo so klargestellt. Und was wir auf jeden Fall noch geplant haben, wenn es die Möglichkeit gibt, und es wird sie auf jeden Fall geben, dann werden wir Erk nochmal dann mit Priscilla zusammenbringen. Ja. Ist ein schönes Pärchen auch so aus. Auf jeden Fall. Also Wallace ist wirklich einer der ausgefallensten Charaktere, die manchmal über das Ziel hinausgeschossen sind. Er hat sich ja Lins Truppe angeschlossen, weil er sie angeguckt hat und die Ähnlichkeit mit Lins Mutter, wie heißt es, also er hat Lins Mutter in ihr gesehen und deswegen hat er einfach gesagt, yo, ich zieh mit euch mit. Ja, nicht ganz. Er hat sich halt von ihrem Blick fangen lassen und gesagt, ne, du hast einen klaren Blick und deine Augen sagen mir, dass ich dir vertrauen kann, quasi. Ah, stimmt, so war das. Aber er hatte wirklich einen sehr starken Charakter. Er war eine unglaublich schöne Unit und ja, leider hat das Band zwischen Wallace und uns leider nicht so gehalten, wie wir es wollten, weil Christian hat es ja schon erzählt. Geiz ist ungeil. Wir haben ja leider Geiz bekommen. Und hätten wir das vorher gewusst, wir hätten uns sofort... einfach nicht Elimo trainiert. Dann hätten wir nicht Elimo trainiert. Nee, dann hätten wir Wallace auf jeden Fall über Geiz gestellt, weil wir beide haben uns so für den Charakter begeistert und wir müssen ihn auf jeden Fall bei uns später im Team haben. Ja. Irgendwie. Wir kommen jetzt nämlich zum zweiten Ritter, nämlich Oswin. Oswin, wie er am Anfang direkt auftritt, er ist ernst, er ist diszipliniert und man merkt sofort, dass er für Hector manchmal, also für seine, für seinen impulsiven Charakter, so wie eine Handbremse wirkt. Man merkt das ja direkt zu Anfang, man merkt das ja, wo Hector schön Geld rausschmeißen will bei den Besorgungen, wo Oswin direkt sagt, wie viel Geld willst du von Ostia haben? super cool ist. Man merkt, dass er ein sehr erfahrener Soldat ist. Der hat schon auch ein paar Jahre gedient. Er ist ein Mann, der Stolz, Respekt und Stärke ausstrahlt. Was mich sehr gefreut hat, ist, was Christian auch vorher erwähnt hat, es gibt keine Kopien. Er war nicht einfach nur ein Abklatsch von Wallace, er war ein standhafter, eigener Charakter. Bei uns als General auf jeden Fall ein Mann, der unsere Truppen schützen konnte. Er hat so schön Sonja in den Arsch. Erk hatten wir schon, jetzt kommen wir zu seiner besseren Hälfte. Nicht Sarah, sondern Priscilla. Das wäre schlimm, wenn Sarah die bessere Hälfte wäre. Nee. Oh Gott. Sie ist ein einfaches Mädchen, was aber in ein Adelshaus rein adoptiert wurde, wie wir erfahren haben. Und sie ist die Auftragsgeberin von Erk, hat sich dann natürlich Lins Truppe und Eliwoods Truppe und Hectors Truppe angeschlossen. Den darf man nicht vergessen. Natürlich. Priscilla an sich, sie hat einen sehr sanften und mädchenhaften Charakter, der einem das Herz erwärmt. Und bei uns als Valkyrie, sie war unglaublich vielseitig einsetzbar. Also, die war die Anti-Mage-Unit. Ja, nicht also nur mit das. Mit so krassen Resistenzwerten und dann noch so krassen magischen Damage-Werten, die sie hatte. Und dazu kann sie noch heilen. Also, sie hat uns auf jeden Fall in einigen Maps sehr viel Sicherheit geboten. Und sie hat Austin straight in die Backline teleportiert. Der Teleport war das Geilste. Ich habe mich so gefreut für Austin. Jetzt haben wir noch einen Charakter, der dir persönlich sehr ans Herz gewachsen ist. Es geht um Layla. Ein Charakter, der mich sofort hatte. Also sie ist eine Spionin aus Ostia, die ja mehr Informationen über die Blackfang und ihren Tätigkeiten einholen wollte. Was zum Ende hin auch zu ihrem Tod führte. Verdammte Axt. Allein das Sprite, die Stimme in meinem Kopf, als ich sie synchronisierte, die Art, wie sie mit den Leuten gesprochen hat, die gewisse Stärke, die sie ausstrahlte, das macht sie für mich persönlich zu dem top-weiblichen Charakter aus ganz Fire Emblem Blazing Sword. Das nagt immer noch an mir, dass das, genau das, die Unit ist, die du nicht
retten kannst. Und du kannst alles machen, was du willst, du kannst alles verbiegen, es wird nicht passieren. Mhm. Das ist schon echt frustrierend. Ja. Ja. Aber ich sag mal, wir haben jetzt nochmal so die besondersten Charaktere aus unserem Trupp, die uns so ans Herz gewachsen sind, herausgehoben. Aber uns beiden hat persönlich auch noch so die Gegenspielerseite sehr gut gefallen. Ganz genau. Und da haben wir auch zwei Charaktere, die du wahrscheinlich nochmal genauer beleuchten wolltest. Jo, es geht nämlich um die zwei Morphs von Nurgil. Die zwei, die am meisten für uns herausstachen, das war einmal Ephidel und einmal Sonja. Ja. Also Christian und ich, wir haben lange über die beiden diskutiert und auch schnell gemerkt, wie sie neben Nurgil super als Bösewichte fungiert haben. Während Ephidel mit Durchtriebenheit und List punktete, stach Sonja mit ihrer Besessenheit und Verachtung hervor. Beide waren manipulativ, beide waren kaltherzig und sie haben es geschafft, uns beide, also bei uns beiden stetig diese Abneigung gegen diese zwei Charaktere, die aufrechtzuerhalten und anzutreiben. Und das ist, finde ich, etwas, was auch zu jedem guten Spiel gehört. Ein starker Widersacher, der auch irgendwo einen starken Standpunkt hat. Ja, also einfach halt Bösewichte, die schon wirklich so gut böse sind, dass du sie halt echt hassen musst. Also ja. Du hast da ja gar keine Wahl bei den beiden. Richtig. Wir haben uns halt natürlich nochmal darüber unterhalten, wie so die beiden Charaktere, die uns vor dem Let's Play schon so interessiert haben, sich entwickelt haben und wie sich eventuell auch so unser Blickwinkel darauf nochmal irgendwie geändert hat oder was wir Neues erfahren haben, und haben das gestern so ein bisschen Revue passieren lassen. Also es geht jetzt erstmal um Lindis, die erste Lord Unit, in der wir gespielt haben, mit der halt unsere komplette Reise begann in den Ebenen von Sakai. Ich wusste schon ein bisschen was über Lindis, ich kannte ihre Geschichte, aber es ist halt, man hat so seine eigene Vorstellung von dem Charakter, aber durch das Spiel erfährt man natürlich mehr darüber. Richtig, und deiner Meinung nach war sie ja genauso, wie du sie auch vorgestellt ziemlich, hast. Ziemlich genau, ja. Also, sie war eine starke junge Frau, ihr Blick war meist nach vorne gerichtet, sie wirkte auch sehr erwachsen. Sie war aber auch etwas gutgläubig, so einfach mal einen Fremden bei sich im Zelt schlafen lassen, das kann auch mal nach hinten losgehen. Und dann nicht mal mehr nicht. Frühstück machen, ja. Obwohl er schon den zweiten Morgen hier aufwacht. Ja, das. Was man auf jeden Fall noch sagen kann, sie fasst sehr schnell Vertrauen zu ihren Verbündeten. Es war auch super süß, wie sie sich manchmal mit Hector in die Haare gekriegt hat, wegen verschiedensten Sachen. Es war einfach geil. Aber was ich auch sagen muss, es war auch sehr schön zu sehen, dass ihre Vergangenheit sie auch beeinflusst. Also zu der Mission, wo wir mit den Piraten auf zum Drachentor reisen wollten. War ja komplett angepisst da auch von der Entscheidung von Hector und Daddy Wood so. Ja. Einfach, ja, wir haben keine Wahl, dann reisen wir mit Piraten. Für sie war das halt wirklich schon so ein totales No-Go. Mhm. Und sie hat halt dann, fand ich auch ziemlich interessant, dass sie halt auch wirklich deutlich gesagt hat, ich habe mich wohl in euch getäuscht. Ne? Also ja. War für sie schon so eine kleine Enttäuschung wahrscheinlich auch von den beiden. Aber ebenso fand ich das auch schön zu sehen, dass sie ja, das meintest auch du, dass sie Probleme mit ihren Adelstitel hat. Also, ja. Ich sag mal, sie redet nicht geschwollen, ihr Blick ist öfters gen Horizont gerichtet. Man merkt einfach, dass die Freiheit der Ebenen immer noch in ihrem Blut fließt. Ja. Also, dieses Spiel hat uns den Charakter Lindis auch näher gebracht, und sie mit Ken zusammenzubringen, ist aus unserer Sicht, das war die richtige Entscheidung und ist einfach nur plausibel. Ja, klar, auf jeden Fall. Eine Sache, die so den Charakter Lin nochmal sehr schön beschreibt und auch nochmal verstärkt, ist ja die finale Quote gegen Nurgil, wo sie sagt, also wo sie klar macht, dass ihre Freunde, mit denen sie das ganze Spiel über schon gemeinsam unterwegs ist, dass sie schon wie eine Familie für sie sind und dass ihre Schicksale ihr auch sehr wichtig ist. Lin sei jetzt damit auch abgehandelt, ne, so meine bessere Hälfte dieses Let's Plays, und ich will jetzt Hector nicht deine bessere Hälfte des Let's Plays nennen, weil das wäre dir gegenüber nicht fair. sag mir zu deinem Seelenverwandten dieses Let's Plays. Zu dem blauen Wunder. Als letzten Charakter haben wir noch Hector. Zu seinem Charakter. Er ist einfach, er ist impulsiv. Er begleitet dann Elliwood und Lynn auf der Reise. Elliwoods Vater, Lord
hieß er nochmal? Albert. Lord Albert zu finden, weil die Familien kennen sich wohl auch schon seit längerem. Und er ist ein Mann, der sich mal gerne auf seinen Instinkt verlässt und man merkt das auch an seiner Redensart, man merkt das an seiner Kampfweise. Er meidet auch den königlichen Hof, weil das merkt man auch, also liest man in Gesprächen, er will seinem Bruder, der der neue Marquis ist, ja keine Schande bringen, aber er ist ein Mann mit Stolz, er ist ein starker Kämpfer und er handelt auch nach seinen Prinzipien. Den Eindruck, den Hector auf mich gemacht hat, Hector wirkt für mich wie ein Zugpferd und eine Säule für seine Freunde. Die Stärke, die er ausstrahlt, bringt die Leute zum Handeln, bietet denen aber auch Schutz. Er ist ein sehr standhafter Charakter, aber zu keinem Zeitpunkt ist er irgendwie gefühlskalt oder so. Das merkt man besonders in der Szene, wo Nino und Jafar sich der Gruppe anschließen, wo wirklich man sieht die Wut aus Hector herausquillen. Man kann man verstehen, ich habe mich auch so gefühlt wie Hector in diesem Moment. Aber eine sehr schöne Szene, die wir auch als Bild auch hier mit drin verbaut haben, ist die Szene, wo er Nils in der Wüste auf die Schulter nimmt. Also das ließ mich Hector wie so einen großen Bruder wirken, der auf seine, auf seine Geschwister aufpasst. Ja, und das fand ich schon auch ein sehr bedeutendes Bild, wenn wir schon bei diesen CG-Bildern sind, die wir hier noch eingeblendet haben. Habt ihr eventuell zu diesem Zeitpunkt auch schon das Bild gesehen, wo Nils um Ninian trauert und die drei Leute auch drumherum stehen. Und jeder reagiert ja relativ betroffen und dass selbst Hector, ein Mann von solcher symbolischer Stärke, sag ich mal, mit gesenktem Kopf dasteht und um einen seiner Gefolgsleute, die er selbst auch schätzt und mag, wirklich trauert, das war schon auch so eine Szene, wo ich mehr Respekt vor Hector bekommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das auf jeden Fall. Gut, wir wollen dann auch langsam mal so ein bisschen zum Abschluss kommen. Und ich hatte es ja bereits zuvor schon mal erwähnt, ich muss halt wirklich sagen, ich bin unfassbar zufrieden mit dem Let's Play, aber noch längst nicht fertig mit dem Spiel. Das muss jetzt an der Stelle endlich mal raus. Wir haben es ja gesagt, das ist ein Rückblick und ein Ausblick zugleich. Und Dennis und ich, wir haben die Tage so ein bisschen drüber gesprochen und festgestellt, dass wir beide eigentlich noch so wirklich brennendes Interesse haben, das Spiel nochmal aus der Hector-Perspektive zu sehen. Und zurzeit sind wir so das Trio, das sehr, sehr stark darauf hofft, dass Fire Emblem Switch endlich rauskommt. Ja. Also Dennis, Tobi und ich. Ne? Und wir hoffen natürlich, dass es dieses Jahr noch released wird. Wir wollen es dann auch direkt natürlich zocken, am liebsten mit der Elgato Capture und Let's Playen. Also wenn das möglich ist, werdet ihr das auch auf unserem Kanal dann direkt sehen. Und derzeit ist unser Plan in unseren Köpfen eher so gepolt, dass wir sagen, sobald das Release-Date bekannt ist, sobald feststeht, es kommt bald raus und wir können mit dem Projekt beginnen, werden wir davor nochmal wahrscheinlich den Hector-Mode dranhängen. Genau, also wir wollen uns dann einfach wieder da in FE-Stimmung bringen und dazu passt es eigentlich wirklich sehr gut. Also wir beide haben mit dem Let's Play den ersten weltweit releaseden Titel vom Fire Emblem Franchise, also Fire Emblem 7, The Blazing Sword, für lieb gewonnen. Und ich muss gestehen, mich hat er sogar so weit überzeugt, dass der meinen bisherigen zweitplatzierten Titel, nämlich Sacred Stones, deutlich mit einem Arschtritt auf Platz 3 gekickt hat. Weil das Spiel mich overall einfach halt wirklich überzeugt hat und ich habe es echt zu lieben gelernt. Und wir beide haben auch schon drüber diskutiert, sollte das jemals ein Remake bekommen, so richtig schön grafisch aufbereitet und vielleicht sogar noch ein paar Neuerungen mit beinhalten. Ihr könnt euch ziemlich sicher sein, dass wir das dann auf dem Kanal wieder replayen werden. Sofern das möglich ist. Wenn es ein DS-Titel ist, können wir das leider nicht machen, weil wir das nicht capturen können. Richtig. Wir hoffen, dass ihr sehr viel Spaß hattet an dem Let's Play. Wir hatten es auf jeden Fall. Wir bedauern natürlich, dass wir halt leider so oft unter Strom standen, dass wir irgendwann die Support-Gespräche total vergessen haben. Das würden wir ganz gerne auch bei der Hector-Story ein bisschen besser machen. Genau. Und wir sehen euch dann beim nächsten Projekt hier auf dem Kanal wieder. Und bedanken uns nochmals bei euch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, der einen dann doch auch repair. Also, als ich sie gesehen habe, das Sprite, die Stimme, die. Moment. Ich hab doch gar nichts gesagt! Nein, die. Moment! Hä? Warum? Nein! Die zwei Morphs von Nurgle. Zwei von drei. Er hatte ja. Also, ja. Alter! Einerseits, während Nurgle mit Durchtriebenheit und List punktete, stach Sonja mit dieser Besessenheit und der Verachtung hervor. Während Nurgle mit Durchtriebenheit und List. Nochmal! 3, 2, 1. Er ist so wie, also für mich persönlich, wie ein Zugpferd und, also ein Zugpferd für seine Freunde und eine. Nein, warte, hab ich da geschrieben? Bah! Das Ende war komisch. Bezeichnet. Boah, krass. Sie, dies, da und.